Nicht nur in Europa wächst die Angst vor immer mehr jungen Extremisten, Islamisten. Auch hier in den arabischen Ländern wie hier in den Emiraten ist die Sorge groß, dass immer mehr junge Menschen zum IS, hier nennt man es Daesh, wechseln und möglicherweise zurückkehren, um Terrorakte zu verüben. Wir wollen über die psychologischen Grundlagen sprechen, über das, was die jungen Menschen dazu treibt. Und das möchte ich mit einem Psychologen tun, der ein Zentrum für Antiterrorismus hier in den Emiraten gegründet hat. Maksud Kruse, Sie sind Psychologe. Wir müssen sprechen über die Anziehungskraft dieser Kultur des Todes. Ja, richtig. Leider ist es so, dass es Menschen gibt, die eine Kultur des Todes verbreiten, eine Kultur der Zerstörung. Und was wir tun müssen, ist eine Kultur des Lebens zu verbreiten, eine Kultur des Aufbaus. Im Wesentlichen geht es um Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Extremisten nun fragen, Sie könnten ihm in die Augen schauen und sagen, ich will nicht, dass du gewaltbereiter Extremist bist. Dann wäre doch die Antwort sofort, ja, was soll ich denn sein? Was ist denn die Alternative in der Existenz als Extremist, haben sie eine Identität, verfolgen einen Zweck, haben einen Sinn im Leben, haben das Gefühl, für eine edle Sache zu streiten, für die der Tod entsprechend verherrlicht wird und gerechtfertigt ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir begreifen, dass deren eigenes Verständnis von Tod nicht das Ende ist, sondern der Beginn einer ganz anderen Reise. Aber diese Anziehungskraft des Todes ist besonders reizvoll für junge Menschen. Warum eigentlich? Aus zwei Gründen. Erstens, dieses Gefühl, ein Held zu sein, wo man etwas Bedeutungsvolles tut. Wir sprechen immer über das menschliche Potenzial zur Opferbereitschaft, sich für eine edle Sache opfern zu können. Und sobald man glaubt, als Mensch, als Einzelner, dass das, was man tut, einen zum Helden macht und etwas Bedeutungsvolles ist, dann wird der Tod gerechtfertigt plötzlich. Der zweite Grund ist folgender: In vieler Hinsicht zeigt sich hier auch ein Sinn für Verzweiflung. Man ist so verzweifelt, dass man keine Veränderungen erlebt. Man kann nichts Bedeutungsvolles tun. Man fühlt sich in die Ecke abgedrängt und hat das Gefühl, es ist keine andere Möglichkeit da, etwas Bedeutsames zu tun, als sich selbst in die Luft zu sprengen. Aber es sind sehr junge Menschen, von denen wir hier sprechen. Gibt es einen Grund dafür, dass es junge Menschen sind? Nun, wie wir alle wissen, ist man in der Jugend, insbesondere im Teenageralter, so gestrickt, dass man die Welt ganz anders wahrnimmt. Wenn man sich die psychologische Literatur anschaut und anschaut, wie dort erklärt wird, wie man erwachsen wird, nachdem man Teenager war, dann stellt man fest, dass es immer die Suche nach Identität gibt. Man möchte irgendwo dazugehören, zu einer Idee, einer Gruppe, zu einer Sache. Und es gibt auch immer diesen Wunsch, dazuzugehören. Man will eine Aufgabe haben, eine Mission, man will wissen, dass man es wert ist zu existieren, dass das eigene Leben nicht einfach nur Verschwendung ist, Zeitverschwendung. Deswegen haben diese Gruppen leider eine clevere Strategie entwickelt, sehr systematisch genau die richtigen Zielgruppen auszuwählen. Sie wissen genau, wie sie solche jungen Männer und Frauen ansprechen müssen, die immer daran interessiert sind, mehr über das Leben zu erfahren. Wir alle gehen durch eine Phase dieses existenziellen Verständnisses der Welt. Wir stellen uns Fragen, warum sind wir hier, wohin gehen wir? Was müssen wir tun in unserem Leben? Und in Anbetracht all der Probleme in der heutigen Welt ist es so, dass diese Gruppen genau wissen, welchen Knopf sie drücken müssen. Diese jungen Männer und Frauen sind nicht nur Moslems, sie kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Ist Richtig. Da ein Hintergrund in der eigenen Geschichte zu suchen oder ist das ein gesellschaftliches Problem? Woher kommt denn das? Wir betrachten den gewaltbereiten Extremismus als multidimensionales Phänomen. Deshalb ist dieser Extremismus nicht nur verbunden mit einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Ideologie oder Religion oder einer Gruppe von Menschen. Es ist ein Prozess, der über das ganze Spektrum reicht. Man kann ganz verschiedene Formen und Arten des Extremismus erleben. Genauso wie es linksradikalen Extremismus gibt, rechtsradikalen Extremismus, religiösen gewaltbereiten Extremismus, politischen Extremismus. Letzten Endes ist die echte Frage doch die, unabhängig von ihrer Weltanschauung, ihrer Ideologie, ihrer Philosophie, ist doch die Frage, wie kann man rechtfertigen, Gewalt zu benutzen gegen unschuldige Menschen? Deshalb
sind diese Gruppen, wenn sie unsere Jugendlichen ansprechen, nicht bereit, etwas zu differenzieren. Sie fragen nicht nach Hintergrund und Ideologie. Nein, sie fördern einfach und predigen ihre eigene Ideologie und diktieren die Szene, indem sie den jungen Leuten sagen, was sie tun müssen, um Bedeutung zu erlangen. Was ist denn daran so attraktiv, jemanden zu töten oder sich selbst zu töten? Ist das die Faszination des Todes, die da eine Rolle spielt? Es ist mehr als diese Faszination, die vom Tod ausgeht. Aus evolutionärer Sicht ist das Leben doch ein Bestandteil unserer Existenz. Alle unsere biologischen Mechanismen arbeiten darauf hin, am Leben zu bleiben, länger zu leben, gesund zu sein, stark zu sein. Wenn jemand also entscheidet und beschließt, nach einem Prozess, den er durchlaufen hat, dieses Interesse am Leben zu verlieren und sterben zu wollen, was dann passiert ist, dass das Konzept des Todes transzendiert wird und der Tod wird die ultimative Form des Lebens. Für sie sehen sie sich nicht als Menschen, die sterben, sie sehen sich als Märtyrer, die ein Opfer bringen, Menschen, die für eine gute Sache kämpfen, für ein edles Ziel in ihren Augen. Sie haben das Gefühl, sie werden nie sterben, sie werden für ewig leben. Und sie glauben, dass diese Gerechtigkeit, die sie verfolgen, die Sache, für die sie kämpfen, jedes Opfer rechtfertigt. Sprechen wir über Grausamkeiten. Warum sind diese Leute so grausam? Junge Menschen. Der Hauptzweck aller Formen des Extremismus und Terrorismus ist es doch, Angst und Schrecken zu verbreiten. In den Herzen, den Seelen, den Köpfen der Öffentlichkeit. Ihre ganze Agenda besteht doch daraus, unabhängig von den Zielen, Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Grausamkeit ist ihre Art, diese brutale Botschaft zu verbreiten. Entweder steht ihr auf unserer Seite oder ihr seid Feinde. Das ist aber nicht nur ein Phänomen des Islam, sondern das ist ein psychologisches Phänomen. Man unterscheidet zwischen mir und den anderen. Nun, wie wir durch die Sozialpsychologie wissen, gibt es ja diese Dynamik der Ingruppe und der Außengruppe. Jede extremistische Gruppe, jede terroristische Gruppe in jeder Gesellschaft, in jeder Religion, in jeder Gemeinschaft hat immer diese Minderheit, die glauben, was sie unterstützen und sagen, sei die absolute Wahrheit. Sie sind so selbstgewiss und so absolut in ihrer Anschauung, das ist problematisch. Und das benutzen sie, um ihre Präsenz zu rechtfertigen, um zu rechtfertigen, dass sie andere diskriminieren, inklusive ihrer eigenen Gruppe. Moslems selber, wie viele andere Menschen, leiden ja unter Terrorismus und Extremismus. Es gibt viele Todesopfer, viele Verletzte unter den Moslems. Denn diese Gruppen verstehen ihre Ideologie ja so, dass sie sagen, wir diskriminieren andere, wir spalten, weil nur wir im Besitz der Wahrheit sind und sie wollen damit auch den Sinn für Menschlichkeit abtöten. Das bedeutet also, ich kann sagen, du gehörst nicht zu meiner Gruppe und du bist wie ein Tier, deswegen kann ich dich einfach töten. Ja, genau. Wie wir aus anderen Forschungsarbeiten gelernt haben, gibt es ein wichtiges Konzept, das uns hilft zu verstehen, wie sie sich verhalten und wie sie denken. Das ist dieses Thema der Entmenschlichung des Gegners. Sie nehmen ihre Widersacher, ihre Feinde, die Menschen, gegen die sie kämpfen, nehmen sie so wahr, dass sie sagen, jeder, der nicht zu uns gehört, zu unserer spezifischen Weltanschauung und Ideologie, die sind keine Menschen. Und damit rechtfertigen sie das Töten, alle Formen der Brutalität, alle Gräueltaten, all diese barbarischen Taten. Sprechen wir über die Idee, ein Antiterrorzentrum einzurichten. Woher kommt diese Idee? Die Idee für die Einrichtung dieses Antiterrorzentrums kam auf einem Meeting im September 2011, als 29 Staaten plus die EU sich versammelt haben in New York, um das globale Forum zum Kampf gegen den Terrorismus zu gründen, das GCTF-Forum. Der Hauptzweck dieses Forums ist es, die Anstrengungen zum Kampf gegen den Terrorismus zusammenzuführen. Es gab zwei wichtige Diskussionen, die dazu geführt haben, dass wir dieses Zentrum gegründet haben. Die erste Diskussion
Diskussion betraf die Tatsache, dass man sich klar geworden ist, dass mit militärischen, politischen und Sicherheitsmaßnahmen allein man den Terrorismus und Extremismus nicht bekämpfen kann. Man muss tiefer graben, um das Phänomen zu bekämpfen. Welche Rolle spielt die Psychologie, die Soziologie, die Wirtschaft, die Geschichte, Religion, die Politik? Deswegen gab es dann ein Verständnis dafür, dass dieser gewaltbereite Extremismus multidimensional ist. Es gibt keine einzelne Ursache dafür, keinen einzelnen Faktor. Und dann gab es diese Idee, und das war die wichtigste Diskussion, eine internationale Institution zu gründen, die sowohl international ist, aber auch empirisch basiert, wo man an Forschungsprojekten arbeitet, aber auch Kapazitätsentwicklung betreibt, Dialog fördert, Zusammenarbeit fördert zur Bekämpfung des Extremismus. Und das war die Idee hinter diesem Antiterrorzentrum, das jetzt als Hedaya bekannt ist unter diesem Namen. Wenn wir über verschiedene Themen sprechen, da sind ja alle eingebunden mit dem Thema Terrorismus und Extremismus. Warum spielt die Religion dabei eine so wichtige Rolle? Aus vielen Gründen. A, es ist wichtig, dass wir begreifen, dass es einen Prozess gibt, den jemand durchläuft, bevor er Extremist wird. Man durchläuft verschiedene Stufen. Wenn man das Ganze als Prozess betrachtet, dann versteht man, dass alle Formen des Extremismus beginnen mit einer Idee. Diese Idee löst dann sofort eine emotionale Reaktion aus und diese führt zu einem bestimmten Verhalten, das man gewaltbereiten Extremismus nennen kann oder kann sogar zu Terrorismus führen. Die Religion, wie jede andere große Idee, jedes soziale, gesellschaftliche Phänomen, hat eine große Bedeutung, womit Menschen sich dieser Weltanschauung anschließen, auf sozusagen geheiligte Art und Weise, die ihnen den Glauben gibt, dass sie Gutes tun. Aber nicht alle Religionen sind natürlich Repräsentanten dieser Idee. In vieler Hinsicht haben wir auch das Thema der Ideologien, bestimmte Philosophien. Es hängt also von dieser Weltanschauung, die eigene Weltanschauung diktiert, wie man das Problem angeht. Warum ist der Islam dabei so attraktiv für Menschen, die Terroristen oder Extremisten werden wollen? Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen zwei wichtigen Elementen. Das erste Element ist das Recht der Menschen, ihre Weltanschauung zu wählen, ihren Lebensstil zu wählen. Wie möchten sie sich in Beziehung setzen zu ihrer eigenen Existenz? Wie wollen sie ihr Leben erklären, ihre Präsenz in dieser Welt? Und die Wahl der Religion, des Lebensstils, der Art und Weise, wie man sich verhalten will, wie man in dieser Welt leben will, diese Wahl steht jedem Menschen frei. Man kann beschließen, religiös zu sein oder nicht. Man kann sich Religion A, B oder C anschließen. Das ist eine Entscheidung, zu der jeder Mensch das Recht hat. Zweitens, wenn es nun um bestimmte Weltanschauungen, Ideologien und Religionen geht, die leider mit Terrorismus immer wieder in Verbindung gebracht werden, dann ist das leider so, weil diese spezifischen Gruppen ja behaupten, einer Religion anzugehören oder einer Ideologie anzugehören. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass es viele Religionen gibt oder auch Religionen, die leider mit extremistischen Gewalttaten in Verbindung gebracht werden, während diese Religionen selbst eigentlich in vieler Hinsicht nicht verantwortlich gemacht werden sollten für diese Gewalttaten. Das andere Element ist genauso wichtig, nämlich wenn man den Extremismus nur von der Frage her betrachtet, nur von der religiösen Frage aus betrachtet und zu verstehen, wie jemand dahin kommt, Terrorist zu werden, dann muss man sich auch die anderen Faktoren anschauen, zum Beispiel Lebensumstände, wirtschaftlicher Status, politische Missstände. Wie steht es um das psychologische Wohlbefinden und den mentalen Status dieser Person? Es gibt eine lange Liste von Faktoren, um letzten Endes wirklich zu verstehen, warum jemand sich bestimmten Gewaltanschauungen anschließt. Da muss man den ganzen Kontext verstehen. Das bedeutet also, Religion wie der Islam dient nur als Werkzeug, als eine Art Instrument, Menschen zu manipulieren. Das ist absolut richtig. Und leider ist es so, dass Religion wie viele andere großartige Ideen und bedeutsame Dinge missbraucht wird. Leider
missbrauchen immer diese Gruppen die Religion. Aber nicht nur die Religion. Nicht nur Religion ist Opfer dieser Terroristen, sondern auch andere edle Werte, die wir alle gemeinsam vertreten. Zum Beispiel das Thema Gerechtigkeit, das edle Anliegen der Gerechtigkeit. Die sagen, schaut doch, die Welt ist voller Ungerechtigkeit. Wer tut denn was dran? Du willst etwas bewirken. Du willst ein gerechter Mensch sein. Du willst die Welt verändern. Dann schließ dich uns an. Wir helfen dir, das zu tun. Das Thema Gleichheit. Wie können wir eine Zukunft aufbauen für die Menschen? Das sind alles edle Werte. Das sind gute Sachen, die sie aber gekidnappt haben und das sie benutzen als Werkzeug, um ihre zerstörerische Ideologie zu propagieren. Warum erleben wir eigentlich nicht viel mehr Demonstrationen von Moslems, die demonstrieren gegen diese falsche Interpretation des Islam? Es gibt zwei Elemente in der Beantwortung dieser Frage. Ich denke, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Das erste Element, es gibt viele Initiativen, die stattfinden, um immer wieder zu bestätigen und zu bekräftigen, dass der Islam als Religion eine Religion des Friedens ist, der Toleranz, der Koexistenz. Aber leider sind diese Anstrengungen zur Kommunikation dieser Initiativen in Richtung der nicht-islamischen Welt verbesserungsbedürftig. Da müssen wir mehr tun. Einige Beispiele. Es gab zum Beispiel die Gründung einer besonderen Initiative zur Friedensförderung in den muslimischen Gesellschaften. Das ist ein Forum, das seit 2 Jahren hier in Abu Dhabi tagt. Und der Hauptzweck dieses Forums ist es, wichtige islamische Religionsgelehrte zusammenzubringen, Sunniten, Schiiten aus der ganzen Welt, wo sie alle mit einer Stimme sprechen gegen Extremismus und Terrorismus. Die meisten Moslems leiden doch selber unter den Terroristen. Das ist zutreffend, das stimmt, aber nicht nur Moslems. Denn leider ist der Extremismus und Terrorismus heute eine Strömung, die gegen uns alle kämpft, uns alle im Visier hat. Um den Terrorismus und Extremismus effektiv zu bekämpfen, müssen wir alle verstehen, dass wir alle Teil der Lösung sind. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir müssen alle ein Verständnis und einen Konsens entwickeln für dieses Problem. Der Hauptzweck dieser Gruppen ist es doch, die Brücken zu verbrennen zwischen unseren Kulturen, um der Welt zeigen zu können, dass wir nicht nebeneinander existieren können, dass wir nicht zusammenleben können, dass wir nicht weiter unsere Standpunkte und Ideen verstehen und austauschen können. Wenn Sie sich die islamische Geschichte und Kultur anschauen, dann ist es wie mit vielen anderen großen Religionen, Ideologen und Philosophien und Weltanschauungen. Der Islam hat eine sehr reiche Geschichte und Kultur. Das ist nicht einfach nur Theologie. Es geht auch um Philosophie, Wissenschaft, Kultur. Die ganze Menschheit ist Teil der erfolgreichen Geschichte unserer eigenen Existenz. Und da müssen wir etwas tun gegen diese Gruppen, die leider versuchen, uns zu sagen, wir könnten nicht zusammenleben. Ich werde also auf jedem Auto bald in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Aufkleber sehen, der sagt, nicht in meinem Namen als Moslem. Wir haben sie oft und in vielen Formen gesehen. Die Tatsache, dass wir dieses Interview führen, ist ja schon eine Art zu zeigen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Gastgeber sind für viele dieser Initiativen, die immer wieder diese Botschaft senden, dass Terrorismus nicht in meinem Namen als Moslem begangen werden kann, nicht in meinem Namen als Christ, als Jude oder als Atheist, nicht in meinem Namen als Mensch. Denn Terror und gewaltbereiter Extremismus vertritt nicht die Werte der Menschheit und der Menschlichkeit und der Koexistenz. Das bedeutet aber auch, dass letzten Endes wir beide, unsere beiden Kulturen, unsere beiden Welten, wir alle weiter unsere Ideen, unsere Herzen, unsere Köpfe öffnen müssen, um weiter voneinander zu lernen. Am wichtigsten aber, um uns auf die Zukunft zu konzentrieren, auf morgen. Schauen Sie, wir können immer zurückschauen und wir können immer mit dem Finger auf andere zeigen. Aber die richtige, echte Anstrengung besteht doch darin, die Frage zu stellen, was wollen wir für unsere Generation, für die kommende Generation, für Ihre Kinder, für meine Kinder, für alle unsere Kinder? Sie sind Leiter des Antiterrorzentrums. Gibt es denn Lösungen für dieses Phänomen des Terrorismus und gewaltbereiten Extremismus?
Nun, wir müssen realistisch sein in der Behandlung dieses Phänomens. Wenn Sie einen Kriminologen fragen, ob er eine Gesellschaft erreichen kann, in der es keinerlei Verbrechen gibt, dann wäre die Antwort sicherlich, das ist so gut wie unmöglich. Warum? Weil es Teil der Conditio Humana ist. Leider ist das so. Abweichendes Verhalten, kriminelles Verhalten ist Teil der menschlichen Art. Das Ziel besteht also nicht darin, eine Lösung für alle Probleme zu finden oder eine Pille zu finden, die alle Krankheiten heilt, sondern was wir tun müssen, ist zusammenarbeiten, um bestimmte Ideen zu fördern. Am wichtigsten aber, kreativ zu sein mit unseren Initiativen, darüber, wie wir etwas erreichen, etwas bewegen können. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wir sprechen immer über die Bedeutung des kritischen Denkens und der Bildung und was das tatsächlich bedeutet. Und das ist eine der wichtigsten Initiativen, an denen wir bei Hedaya arbeiten. Wir haben ein Memorandum verfasst, das heißt das Abu Dhabi-Memorandum zur Rolle der Bildung in der Bekämpfung des Extremismus. Da geht es darum, wie kritisches Denken funktioniert, wie Menschen mehr über sich selbst lernen können und über andere, übereinander. Und es gibt auch das wichtige Thema der Kommunikation. Das Hauptproblem, mit dem wir immer zu tun haben, ist, dass die anderen Gruppen, die Terroristen, uns ihre Kommunikationsbühne aufzwingen in den sozialen Medien, wenn es darum geht, wie sie leider Einfluss nehmen auf unsere Jugendlichen, dann sagen sie immer Folgendes. Schaut euch hier dieses Video an, all diese Gräuel, die in der Welt passieren. Wenn ihr etwas verändern wollt, wenn ihr etwas bewegen wollt, schließt euch uns an, wir helfen dabei, das zu tun. Was wir also tun müssen, ist nicht einfach zu sagen, das stimmt nicht, was die sagen, sondern wir müssen darüber hinausgehen, wir müssen selbst eine alternative Botschaft verbreiten, nach vorne denken, wir müssen kreativ sein und innovativ, wir müssen die Ideen der kulturellen Intelligenz fördern, dass man Unterschiede zwischen Kulturen verstehen kann, dass man verschiedene Ideen zulassen kann. Wir müssen in der Lage sein, dieses Bedürfnis nach einer Kultur des Lebens zu fördern. Die Idee, dass ich immer neue Ansätze finden kann, um meine Meinung zum Ausdruck zu bringen, um wirklich etwas zu erreichen und zu bewegen in dieser Welt, etwas zu verändern. Natürlich ist der Weg noch weit und wir brauchen alle Anstrengungen, um zusammenzuarbeiten. Hedaya ist nur eine Initiative in diese Richtung. Wir brauchen aber jeden im Boot. Alle von uns müssen Teil dieser wichtigen Mission sein. Sie haben Bildung als Element der Lösung beschrieben. Gibt es auch noch andere Elemente? Ja, es gibt viele Elemente, auf die wir uns konzentrieren können als Teil der Lösung. Zum Beispiel, wir bei Hedaya konzentrieren uns auf verschiedene Themen, die uns ermöglichen, das Phänomen des Extremismus unter verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven zu betrachten, was es halt bedeutet und wie wir es verstehen können. Beispielsweise stellen wir Fragen wie, was ist denn die Rolle von Frauen, was ist die Rolle der Familien, was ist die Rolle von uns als Gesellschaft, als Gemeinwesen in der Behandlung dieses Problems. Man kann den Extremismus nicht allein mit Mitteln des Staates, der Polizei und der Sicherheitsbehörden bekämpfen. Nein, wir alle sind notwendig, wir alle sind Teil der Lösung. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Rolle von Frauen sehr wichtig sein kann bei der Prävention, bei der Lösung, aber leider haben wir auch erlebt, dass einige Frauen ebenfalls sich dem gewaltbereiten Extremismus anschließen. Deswegen müssen wir auch dieses Problem angehen und verstehen, um neue Ideen und Lösungen zu entwickeln. Es gibt auch dieses Thema der Frage, wie wir eine nationale Strategie im Kampf gegen den Extremismus entwickeln. Wir sehen, dass verschiedene Länder versuchen, Strategien zu entwickeln in der Terrorismusbekämpfung. Die Frage ist, können wir eine Strategie entwickeln, die die ganze Gemeinschaft, das Gemeinwesen einbezieht, NGOs, die Zivilgesellschaft, sodass jeder einen Beitrag leisten kann, und zwar auf effektivere Art und Weise und auf konstruktive und positive Art und Weise. Sprechen wir über Ihre eigene Sichtweise und Ihren Ansatz. Sie sind ja selber eine Art multikulturelle Person. Sie sind halb Deutscher, Ihr Vater kommt aus Hamburg und Sie sind das beste Beispiel für die Kombination beider Kulturen. Ist das einer der Gründe, warum Sie selber so interessiert an diesem Phänomen sind? Ja, ich muss Sie da leider korrigieren, mein Vater, um es genau zu sagen, ist aus Berlin. Aber ja, das stimmt. Ich bin ja das direkte Ergebnis der
des kulturellen Treffens eines deutschen Vaters und einer arabischen Mutter. Und ich sage den Menschen immer, wenn sie mich treffen und die kennen meinen Hintergrund, dann frage ich sie immer, wie würden sie mich denn beschreiben? Wie würden sie mich jetzt einordnen? Bin ich weiß oder schwarz? Bin ich Europäer oder Araber? Bin ich Christ oder Moslem oder Christlim oder nichts davon? Und ich zitiere immer gerne Sokrates, der sagt, ich bin weder Athener noch Grieche, ich bin Weltbürger. Und dieser Sinn für die Weltbürgerschaft ist ganz, ganz wichtig. Dieser Sinn für die Verbindung der Menschen untereinander, für die Werte der Menschlichkeit, für die globale Welt, in der wir leben, ist extrem wichtig. Wenn Menschen wie ich, die genetisch betrachtet ein Hybrid sind, eine Kombination, eine Vermischung zweier großer Kulturen, wenn Menschen wie ich das können, dann können wir alle als Menschen uns weiter vermischen, zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft für uns alle zu erreichen. Eine der Fragen ist ja aktuell, wie können wir denn diese IS-Kämpfer wieder in die Gesellschaft integrieren? Gibt es überhaupt Ideen, wie das funktionieren könnte? Ja, natürlich. Wir müssen uns selbst fragen von Anfang an, warum sie diesen Gruppen beigetreten sind und warum sie sie reizvoll finden. Sie wollen dazugehören. Sie suchen nach einem Sinn im Leben. Sie wollen sich Ausdruck verschaffen, so dass sie in der Lage sind, etwas beizutragen zu dieser Welt, etwas zu bewegen in der Welt, wie sie sie wahrnehmen. Und um sie zu reintegrieren, muss man die Faktoren verstehen, die Faktoren, die anziehen und abstoßen und sie dazu bringen, sich zu radikalisieren und dann mit Gewalt zu agieren. Um das rückgängig zu machen, muss man Alternativen entwickeln. Man muss die Bedingungen dafür schaffen, die bewirken, dass wir sie wieder aufnehmen können und die ihnen aber auch ihre Bedeutung lassen. Terrorismus ist ein Prozess. Das Abrutschen in Terrorismus ist ein Prozess, den man rückgängig machen kann. Und man kann etwas bewirken. Natürlich erfordert das Anstrengungen und die Zusammenarbeit verschiedener Stellen und Behörden, aber auch das Zusammenwirken von Ideen. Indem wir nichts tun, liefern wir das Rezept für noch mehr Extremisten und mehr Terroristen. Das bedeutet aber, ein junger Mann, der aus Syrien zurückkommt als Kämpfer des IS, der muss doch dann seine Vergangenheit als etwas betrachten, wo er schreckliche Dinge getan hat. Wie kann er das denn überwinden? Wie kann er damit fertig werden? Nun, ganz offen gesagt, der psychologische Prozess eines Extremisten ist sehr komplex. Wir erwarten nicht, dass jemand, der diesen Prozess durchlaufen hat und Extremist geworden ist, unter der Annahme natürlich, dass die juristischen und Sicherheitsaspekte geklärt sind, um aber jetzt mit diesem Menschen psychologisch umzugehen, um ihn rehabilitieren zu können, das erfordert ganz klar eine andere Perspektive, einen neuen Blickwinkel. Wir müssen verstehen, wie wir ihnen helfen können, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren und gute Bürger zu werden, wie wir mit ihrer Vergangenheit und ihren Erinnerungen umgehen, und zwar auf konstruktivere Art und Weise, auf eine Art und Weise, die sozusagen diese negative Energie umlenkt in positivere und konstruktivere Kanäle. Ist ein junger Mann denn in der Lage, da zu unterscheiden, nach all den Erfahrungen, die er in Syrien gemacht hat? Können Menschen sich verändern? Können Menschen etwas in ihrem Leben bewegen? Können sie bessere Menschen werden? Ich stimme immer für Ja. Menschen können sich verändern und sie können etwas bewegen in ihrem Leben. Wir müssen aber auch sehr vorsichtig sein und sehr professionell und ernsthaft das Thema angehen. Für diejenigen, die keine Verbrechen begangen haben, für diejenigen, die also die juristischen und Sicherheitstests bestehen, können wir die reintegrieren? Ja, ich glaube ja. Das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ausschließen können. Aber es gibt leider diejenigen, die Hardliner sind, die wirklich bewusst entschieden haben, dass sie diesen Weg gehen wollen. Und leider müssen wir mit denen anders umgehen. Wir haben uns über die psychologischen Themen unterhalten. Ist das vielleicht einer der wichtigsten Lösungswege für das Problem des Terrorismus? Ich glaube, das Wichtigste für eine Lösung ist die Zukunft. Was ich damit meine, ist Folgendes.
Wir müssen gemeinsam uns anstrengen, eine Zukunft zu schaffen. Das Problem dieser Gruppen ist doch, dass sie sich immer auf die Vergangenheit berufen. Sie sagen immer, schaut euch an, all diese Missstände, all diese Gräueltaten in der Welt, wir haben all diese Probleme, all diese Themen. Was wir tun sollten, ist uns zu konzentrieren auf das, was wir tun müssen für morgen, für die Zukunft. Stimmt es, dass wir als Homo sapiens, als Menschen, nicht mehr die Fähigkeit haben, neue Ideen zu entwickeln, anders zu denken, Innovationen zu entwickeln? Nein, das bestreite ich. Ich beschreibe mich selbst als hartnäckigen Optimisten und damit meine ich, dass die Realität nicht statisch ist, die Realität ist nicht absolut. Die Realität ist ein laufender Prozess, eine Interaktion zwischen verschiedenen Akteuren und Variablen und deshalb müssen wir daran arbeiten, wie wir Ideen entwickeln können mit Initiativen, die etwas bewirken in der Welt, in der wir leben. Wir müssen optimistisch sein, aber ein Satz von Ihnen, der hat mir Angst gemacht. Das war der Satz, wir dürfen nicht scheitern, da wir erst am Anfang stehen. Ja, natürlich. Schauen Sie, Optimist zu sein bedeutet nicht, ein Träumer zu sein. Es ist nichts falsch daran zu träumen, aber Optimist zu sein bedeutet, dass man die Realität so versteht, wie sie ist. Wir schauen uns nicht einfach nur die leere Hälfte des Glases an, sondern auch die volle Seite des Glases. Und wir verstehen, wie das miteinander zusammenhängt. Und wichtiger noch, ist die Zukunft ist das, was wir werden wollen. Die Zukunft ist das, was wir schaffen wollen. Wenn Sie wissen wollen, was morgen geschieht, dann planen Sie es doch, machen Sie es doch. Das ist es doch, was Sie wollen. Und die Frage, mit denen ich mich verabschiede, ist die, welche Zukunft wollen wir für unsere Zukunft?